also bereits wieder die Meisterschaft der Eishockey-Liga Ost 2008-2009 und einziger burgenländischer Vertreter sind dabei die EHV Raptors Eisenstadt. Eine gesunde wirtschaftliche Basis und eine umfangreiche Nachwuchsarbeit sind bei den Raptors wichtige Grundpfeiler. Der Nachwuchs ist für uns ganz, ganz wichtig, das möchte ich nochmal betonen. Wichtig ist natürlich für den Nachwuchs eine funktionierende, eine gute Kampfmannschaft als Perspektive für die Zukunft, denn das ist einfach ein Ziel, dass halt der Jugendliche sagt, warum trainiere ich, warum tue ich mir das alles an, dass ich in diese Kampfmannschaft einmal aufsteigen kann und dort auch mein Leibchen habe. Dies haben bereits Nachwuchsspieler geschafft, also das ist jetzt nicht so illusorisch, dass das nicht zu schaffen wäre. Gmunden, Amstetten, Stockerau, Wels und der Wiener Club HC, die 48er, sind heuer die Konkurrenten der Raptors. Nach dem starken dritten Platz aus der Vorsaison ist das Team der Raptors auch für die neue Saison zuversichtlich und top motiviert. Ich denke, das Ziel aus dem Vorjahr, letztes Jahr war schon der dritte Platz erreicht und ich denke, auch vorher wird er wieder erreichbar sein, wenn das Team wieder zusammen kämpft und beißt füreinander. Und wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Die Meisterschaft läuft heuer wieder mit 6 Mannschaften. Gibt es da schon einen Überblick? Kann man schon ein bisschen abschätzen, wer da die härtesten Konkurrenten sein werden? Ja, also ich denke, der Favorit ist klar eindeutig aus dem Vorjahr der Meister Gmunden. Alle anderen, denke ich, sind noch schwer einzuschätzen. Vor allem das neue Team, die 48er aus Wien, sind besonders schwer einzuschätzen, aber sicher nicht zu unterschätzen. Mit der Vorbereitung, die aufgrund einer fehlenden Halle in Eisenstadt in den letzten 2 Monaten in St. Pölten durchgeführt wurde, zeigt sich der Coach zufrieden. Ich war auch sehr zufrieden. Wir haben einige Vorbereitungsspiele bestreiten können. Teilweise auch gegen sehr starke Gegner wie Wels und Amstetten. Direkte Konkurrenz in unserer Meisterschaft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir aber dann diese Mannschaften besiegen können. Felsenfest überzeugt, dass wir eine sehr gute Rolle spielen werden in der heutigen Saison. Am Samstag, den 9. November, steigt im Allsportzentrum in Eisenstadt um 20 Uhr das erste Heimspiel der Raptors gegen EC Wels. Bereits ab 17 Uhr können die zahlreichen und treuen Raps-Fans dem eigenen Nachwuchs im U12-Spiel gegen Stockerau auf die Beine schauen.